So, wir haben jetzt schon 14 Uhr. Wir machen uns jetzt mal auf. Die Nova Mall, Müll rausbringen. Das Wetter ist heute frühlingshaft. Scheint die Sonne, mal regnet es, jetzt scheint die Sonne wieder. Jetzt wieder ein bisschen aufgeklärt. Holger hat gefühlt den ganzen Morgen verbracht, damit die Sache mit dem Auto zu klären. Irgendwie sind wir noch keinen Schritt weiter, weil die nicht ans Telefon gehen. Gell? Schätzel, Schleisch genervt, gell? Ja. Ja, so sieht unser Auto jetzt aus, da es geregnet hat. Ganz toll. Lecker! Erwischt! Ja, wir sind hier wieder in der Spielehölle. Allerdings ist keine Musik an. Ist echt erträglich. Wenn hier keine Musik an ist, dann kann man sich auch mal unterhalten und versteht sein eigenes Wort. Wo ist er denn jetzt? Da. Selbst die Spielehölle ist teuer geworden. Früher haben wir immer so 10 oder 20 Kredits bezahlt. Und jetzt sind 60, sogar 90. Das heißt, das kostet dann eine Fahrt oder ein Spiel bis zu 3 Euro. Also auch echt unverschämt teuer geworden. Aber bei schlechtem Wetter kann man das mal machen. Macht man ja nicht ständig. Wir haben den Fehler gemacht, wir sind hungrig in die Nova Mall, jetzt haben wir nämlich noch nichts gegessen, 15:30 Uhr. Und jetzt haben wir Hunger, aber es ist doch eine Kleinigkeit. Gell? Ja. Elias will Pommes, wir wollen eigentlich heute Abend nach Maxon essen gehen, eine Chorba. Aber jetzt essen wir hier nur eine Kleinigkeit. Und Elias teilen uns das Boba Junior Menü. Ja, eine Tolga, der holt sich, Skiköfte-Dürüm. Ja, mal gucken. Okay, wir kriegen sehr viel zu trinken. Der Tolga hat Maxi bestellt. Monster Pommes, kleinen Whopper und du auch. Hat jetzt 10 Euro gekostet. Wir sind fast fertig. Und der Tolga steht da hinten immer noch irgendwo da. Oh, was hast du denn gedacht? Du hast den Dürüm geholt? Oder hast du den auch geholt? Dürüm habe ich auch noch. Okay. Und er hat sich ein so eine Sushi-Box geholt. Gibt es auch eine Soße dazu? Ein G-Köfte-Sushi. Sushi sind echt lecker. Also. Man kann auch selbst entscheiden, was reinkommt. Kann man echt empfehlen. Und kostet diesen, viel, kostet 2 Euro. Mit diesen Chips da. Was gehört? Das ganze Ding kostet 2 Euro oder so. Ich meine 16 Euro. Das ist halt Dürüm, da ist Salat, da ist Paprika drin. Muss man beißen. Lecker. Pushen wir noch schnell in die Mikros. Tolga war jetzt ein paar Jeansläden, hat aber nichts gefunden. Wir haben noch 2-3 T-Shirts für Ilias gekauft. Ansonsten sind wir hier nur ein bisschen gebrummelt. Ja, da will ich gar nicht hin. Ich wollte doch genau dahin. Zum Pistazien. Wir haben jetzt noch einen kurzen Abstecher zum Friseur gemacht. So, jetzt war mein Friseur. Ist jetzt fertig. Ich habe ein bisschen unten gekürzt. Ich will sie ein bisschen oben länger wachsen lassen. Schon da, Meister. Bei uns ist schon da mal Action in der Sitte. Wir gehen jetzt eigentlich ein bisschen raus spazieren. Das ist was von Autobahn hier schon, ne? Ja, so und so. Dass es 3 Autos dabei gibt. Ach, das ist ja nur diese Landstraße hier. Keine Landstraße, das ist Seitengasse. Das ist eine Landstraße. Kennst du mal? Nee, das ist Seitengasse. Kenn ich dich? Ich weiß nicht. So, wir haben unser Spaziergängchen beendet, haben geguckt, was da für neue Häuser gebaut wurden. Da hinten wurde ja eine neue Grundschule gebaut und da sind auch ganz viele Häuser gebaut worden.
Jetzt haben wir da mal ein bisschen geguckt. Wurden aber mindestens dreimal aufgehalten, wo wir nicht in die Straße konnten, weil der Hund war. Aber so mitten auf der Straße. Der eine kam so, bleib mal stehen. Bleib doch mal stehen. Okay. Wuff, wuff. Ja, ja. Da stehen die dann mitten auf der Straße. Dann überlegst du, gehst du weiter, gehst du nicht. Bei dem einen sind wir weitergegangen. Das war aber so ein Angstbellen. Die haben ja selbst einen Hund. Und, war Angstbellen, dann sind wir hin, hat er mir die Hand abgebissen. Nee. Und dann hast du gesehen, der wusste nicht genau, da war so ein unsicheres Bellen. Kurz mit Schwanz gewedelt, wollte dann herkommen, nicht? Dann hat er nochmal gebellt. Also es war so. Dann sind wir trotzdem abgebogen und haben ihn gemieden. Ja, wir sind an ihm vorbeigelaufen. Bei dem Zweifel meiden. Ja, ich gehe da nicht hin. Gell? Ja, jetzt gehen wir nach Hause. Und was machen wir dann? Hab Durst. Und was essen. Und ihr habt Hunger. Nee, eigentlich nicht, aber ich hab noch. Ja, wir noch. Haben noch 4 Tage Urlaub, nur noch. Ja, das Hübsche geht immer, gell? Gell. Ja, wir gehen jetzt essen. Wir gehen zu Ober, gell? Wir gehen zu Ober. Zum Ober. Herr Ober. Zum Herr Ober oder zum Ober. Wir gehen zum Ober. Es sieht so aus, als ob wir jetzt die ganze Zeit essen gehen. Man muss aber dazu sagen, wir haben nichts gefrühstückt und um 15.30 Uhr das erste Mal gegessen. Jetzt haben wir schon wieder 20 Uhr. Also unsere Zeitabstände sind dann doch relativ groß, wie wir essen. Ne? Ja. Auch wenn wir sehr viel Essen-Content hier bringen. Ja, aber dafür sind wir doch bekannt, dafür sind wir doch da, um deswegen euren Mund so westlich zu machen. Deswegen sind wir ja in der Türkei, ne? Damit wir hier was essen können. Wäre ja sonst langweilig. Man muss ja so sagen, ist ja auch unser Urlaub. Ja? Ja. Gott, oh mein Gott, ist das Auto tiefer gelegt. Ich werde das so ein alter Tofasch, heißt das so? Ja. Und der war direkt mit der Schnauze schon auf dem Boden. Ja, auf jeden Fall, wir haben ja kein All-Inclusive. Wir wollen nicht immer kochen. Morgens, mittags, abends, 2 Wochen durchballert. Genau. Weil wir frühstücken ja nichts, also wir beide. Ja. Ich lasse schon abonniert, dann immer bei uns gibt es eigentlich nur Kaffee. Ja. Und dann heben wir uns unseren Snackbedarf dann zum Abend auf. Heute haben wir halt, waren wir halt unterwegs, haben auch noch was gegessen. Deswegen gibt es jetzt so eine Kleinigkeit, denke ich. Mal schauen. Der Hunger du kommt übertreibst ja immer so. Der Hunger kommt mit. Also ich bin für Suppe und eventuell Lachmanschau. Und was isst du, Ida? Ich spiele für eine Kind. Du hast gar keinen Hunger. Schlachtplatte. Ich bin für Suppe oder Steak. Suppe oder Steak, genau. Bring mal das mit Essen an. Bis gleich. Habe ich schon gesagt, er wollte was Kleines essen. Und jetzt isst er. Kukuritsch. Aber der Ida isst nur mit, gell? Das sind die Preise. Hier waren wir Tabuk Jawase, was jetzt 170. Aber habe ich schon für 80 gegessen. Ne? Ja. So ein bisschen die Preise hier. Was haben wir denn? Da kommt Gewetsch. Habt ihr schon gewählt? Ja. So, ich habe hier ein leckeres Süppchen, ne? Mit Schäfchen Futter, schön gesund ist. So. Ja, sehr lecker. Weil die Butter kann man sich noch dazu reinmachen lassen. Also die war nicht von Anfang an drin. Wer das nicht möchte, der kann das dann weglassen. Hier haben wir noch lecker Kaschik-Salat. Ganz allein für den Ilias, ja? Bist du den ganz allein? Vielleicht. Vielleicht? Ja, ah, ja. Oh, guck mal. Lecker Lackemakone. Ja, das ist schon vergessen. Zeig mal her, was du da hast. Warte. Das ist meine Kamera jetzt so. Ah, eben. Geil, meine Kamera war eben kurz out of order. Das ist Darmi, Kokoreci. Die Kenner werden es lieben. Wer kennt, mal sagen, guten Appetit. Ja, das Ganze hat jetzt 755 gekostet. Wir haben jetzt keinen Grillteller oder so gehabt, sondern Suppe, Lachmacun, Salat. Das teuerste war von Tolga, das Kokoreci-Brötchen. Eigentlich ist es gar nicht Brot. So teuer, aber ich war heute wieder so ein, es ist mir egal, was es kostet, ich möchte es jetzt essen, weil ich das schon seit den letzten zwei Malen, die wir hier waren, gesagt habe, dass ich das essen will und habe es nie gegessen. Jetzt habe ich mir scheißegal, die haben es auf der Karte, ich esse es jetzt. Es hat halt 320 Lira gekostet, ja. Also 9 Euro ungefähr. Ja.
was schon sehr, sehr teuer ist, meines Erachtens. Ich habe aber tatsächlich gar keinen Vergleichspreis, also von daher. Auf jeden Fall sind wir pappsatt. Es war sehr lecker. Und wir sind sehr zufrieden. Ober-Restaurant ist. Ober ist immer gut, ja. Es hat wirklich sehr viele super Auswahl und eins muss ich auch sagen, wir holen ja immer unseren Spezialsalat da, ne? Diesen Kaschuk-Salat, also diesen Löffelsalat, der so schön fein geschnitten ist. Und den haben wir immer bei unserem anderen Restaurant geholt, beim Shahin. Ja, da war und da hat er den immer hingestellt, hat er den schön angemacht und so weiter. Hier, ja, zack, zack, ja. Mini-Show gemacht und so. Das haben die letzten zwei Besuche nicht mehr gemacht. Die haben den Salat auf den Tisch gestellt und haben gesagt, mach selber so auf die Art. Nee, wir mussten noch fragen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Und das Geile war, es war der Sirup und das Öl waren nicht mal auf dem Tisch. Ja. Ich musste nach dem Zeug fragen, dass sie es erstmal bringen. Genau. Selbst am Würzen ist ja überhaupt kein Problem. Aber dann noch extra dafür, danach zu fragen, war halt nervig. Und hier beim Ober war es wie damals bei Scheinen. Ja. Salat gebracht, willst du das? Ja, alles klar, ich hau das drauf, zack, ja, zack. Genau. Das war also ein schöner Service, super schneller Service vor allem. So schnell kannst du gar nicht gucken. Die Suppe war direkt da, okay, die ist natürlich schon vorgemacht. Aber ja, es war aber so heiß. Wir haben es hingesetzt. Sag mal schon, es war alles. Und mit dem Setzen kam schon Brot, ja. Heidelbeere so und Rocker, also ja. Rucola. Kam schon alles dabei, also war schon Essen, das war schon brutal. Eine Minute später kam die Suppe. Richtig. Ja, doch. Und wir hatten dann auch den Rucker noch leer, ja, und die haben direkt nachgefüllt und auch. Ja, ich habe ihn leer gemacht, weil ich dachte, komm, machen wir einen leer, da kann er abräumen. Ja. Habe ich ihn leer gemacht, da hat er frisch gebracht. Frisches. Habe ich nicht dran gedacht, ja, weil wir noch vor ganz frisch am Anfang waren. Genau. Naja. So ist das. Dann sagen wir mal gutes Nächtle. Es war doch heute ein erfolgreicher Tag, mehr oder weniger. Ja. Morgen hast du noch eine Geschichte über Telekom zu erzählen. Ja, schauen wir mal. Ja. Ist auch wieder irgendwas gelaufen, aber das wollen wir jetzt gar nicht mal erwähnen, ne? Nee, kommt entweder Spitzhandy oder unser Festnetz, ne? Ja, weißt du was? Gute Nacht.